So. Gut, bevor es losgeht bei Verständnisfragen, bitte sofort melden. Alle anderen Fragen, Einwürfe, Anmerkungen bitte erst am Ende, also macht gegebenenfalls Notizen. Das ist die Kurzfassung von dem Vortrag, wie ich ihn eingereicht habe. Überspringen wir mal schnell. Okay, ein bisschen lauter. So, im Act steht mit dem Thema vertraut, das heißt, ich werde voraussetzen, dass ihr alle schon mal Parser verwendet habt und die Grundlagen überspringen. Und bitte vergegenwärtigt euch bei meinen Ausführungen im Vortrag. Wow. Die Teflon-Klebeband-Anekdote. Jetzt habe ich Feedback von Dominus. Wenn ihr euch dabei denkt, das habe ich ja eh zum Beispiel durch mein Studium schon alles gewusst, so gibt es dann auch immer genug Leute, die heute davon zum ersten Mal hören. Und ein riesiger Anteil der Programmierer ist ja selbst gelehrt immer noch. Da passieren solche Lücken in der Theorie ganz einfach. Und ich bin einer von ihnen. Und ihr müsst mit mir im Folgenden übereinstimmen, wenn man die Wahl zwischen verschiedenen JSON-Bibliotheken hat. So sind erstmal jene disqualifiziert, die offensichtliche Fehler machen. Ich habe hier ein Beispiel unten drunter. Und diese Aussage lässt sich analog auch auf ähnliche Bereiche anwenden. Und wenn ihr nicht findet, dass dem so sei, dann werden euch große Teile von der Argumentation ziemlich schwach vorkommen. Zum Beispiel, hier hatte ich mal ein konkretes Beispiel. Es gibt tatsächlich JSON-Parser, die machen beim Parsing Fehler. Und ich bin persönlich der Meinung, dann brauche ich die erst gar nicht anschauen. Begriffsdefinition. Das Wort generell, wie ich es verwenden werde, hat eine präzise Bedeutung. Die Bedeutung steht dem umgangssprachlichen Gebrauch entgegen. Wenn ich zum Beispiel sage, generell unbrauchbar, so heißt das nicht vollständig unbrauchbar, sondern manchmal brauchbar, aber eben nicht in allen Fällen. P6G heißt per 6 Grammar. Und Grammar-Parser sind Parser, die als Eingabe eine deklarative Grammar-Definition erlauben. Die kann zum Beispiel so oder so ähnlich aussehen. Im Gegensatz dazu stehen handgeschriebene Parser, Parser-Kombinatoren wie die hier aufgeführten, und die sehen typischerweise so aus. Und die musste ich aus Zeitgründen außer Acht lassen. Teil 1. Wie genau untauglich? Grammar-Parser haben ein Dokumentationsproblem. Sehr oft teilen sie dem interessierten Programmierer nicht mit, welchen Parser oder Algorithmus die Softwarebibliothek unter der Haube verwendet. Oder zumindest die Einschränkungen. Fußnote: Es gibt mindestens eine Dokumentation eines Grammar-Parsers, die den Programmierer anlügt. Wenn der Programmierer feststellen möchte, ob die Softwarebibliothek für seinen Anwendungsfall geeignet ist, so kann er es nicht im Vorhinein entscheiden, sondern muss sie ausprobieren. Multipliziere das mit der Anzahl der Programmierer, die die Software ausprobieren. Das ist eine enorme Zeitverschwendung. Es gibt ein weiteres Problem. Manchmal verarbeitet der Programmierer nicht nur Eingaben unter seiner Kontrolle, sondern gibt den Parsern einen Endanwender weiter. Der Endanwender verwendet Eingabedaten, die vom Programmierer nicht vorhergesehen wurden, und der Parser geht kaputt. Manchmal stellt sich heraus, dass die Grammar-Definition noch nicht ganz korrekt war und der Programmierer kann die Definition verbessern. Aber manchmal war die Definition bereits korrekt und der Fehler liegt im Algorithmus des Parsers und zeigt sich erst bei gewissen Eingaben. Und so bleibt dem Programmierer nichts weiter anderes übrig, als den Parser gegen einen auszutauschen, der diesen algorithmischen Fehler nicht hat. Dies ist wiederum eine Zeitverschwendung. Ein Programmierer sollte eine wohlunterrichtete Entscheidung darüber treffen können, welcher Grammar-Parser gut zu verwenden ist, aber der Erkenntnisstand ist unvollständig. Das Ziel des Projekts Grammar Shootout ist es, für die fehlenden Informationen in den Dokumentationen der verschiedenen Grammar-Parser einzustehen, um dem interessierten Programmierer Zeit zu sparen. Dies wird erreicht, nicht indem die verschiedenen Dokumentationen verbessert werden, sondern indem Parser mit allen möglichen Grammar-Definitionen und gültigen Eingaben gefoltert und dann die Ergebnisse verglichen werden. Ein Programmierer kann dann einfach einen Grammar-Parser auswählen, der die Tests fehlerfrei besteht. Er kann sich viel sicherer sein, dass der Parser später nicht kaputt geht. Fußnote: Tatsächlich gibt es Grammar-Parser, für deren Algorithmus bewiesen wurde, dass sie jede kontextfreie Grammar-Definition akzeptieren. Das heißt, der Grammar-Parser ist frei von algorithmischen Einschränkungen. Es ist sehr begehrenswert zu wissen, welcher Grammar-Parser darunter fällt. Denn wenn man die Wahl hat, einen Grammar-Parser für ein neues Projekt auszuwählen, warum würde man überhaupt einen fehlerbehafteten in Erwägung ziehen?
Für bereits bestehende Software, die ein Parser enthält, zeigen die Testresultate vom Projekt Grammar Shootout Szenarien auf, wo ein Grammar Parser kaputt gehen könnte. Und der Programmierer kann sich dann dem Problem vorauseilend ohne Dringlichkeit widmen, anstatt aus heiterem Himmel mit einem Fehlerbericht eines Endanwenders konfrontiert zu werden. Die Dokumentationen mögen die Einschränkung auf eine abstrakte Weise anführen, die für manche Programmierer schwierig zu verstehen ist. Der Vergleich aber zeigt die Probleme auf konkrete Weise auf, was hilft, sie leichter zu verstehen. Und zu guter Letzt fungiert der Vergleich auch als Überblick über die verschiedenen APIs der Grammar Parser. Ein Programmierer kann sich einen Eindruck verschaffen, wie viel Mühe es umfasst, eine vorhandene Grammar-Definition mit einem gewissen Grammar-Parser zu verwenden, indem er sich den generierten Code anschaut. Meiner persönlichen Meinung nach sollte Software das Motto "einfache Dinge sollen einfach und schwierige Dinge möglich sein" widerspiegeln. Es sollte unkompliziert vonstatten gehen, einfache Parseraufgaben zu erledigen, aber die Software sollte stark genug sein, die schwierigsten Aufgaben zu lösen. Grammar Parser, die aus keinem guten Grund unhandliche APIs haben oder unnötigerweise Komplexität an die Oberfläche legen, schneiden bei mir im Kopf schlecht ab. So, schauen wir uns mal das Ergebnis, aktuelle Ergebnis an. Es ist zu sehen, an der linken Spalte sind die Grammars, also ein Riesenhaufen, ich glaube 60 Stück zurzeit. Und jedes einzelne Kästchen steht für eine gültige Eingabe, die dann mit der korrekten Ausgabe verglichen wird. Wenn es übereinstimmt, gibt es ein Häkchen, wenn nicht, ein rotes Kreuz. Ja. Was findest du da Interessantes? Der erste und der dritte Spalte, ja. Ja, seltsam, ne? Aber so eine Visualisierung hilft ja dann, bestimmte Muster zu erkennen, was man ja vielleicht bei einer durchlaufende Textausgabe nicht sieht. Aber wenn man an den Details interessiert ist, nehmen wir mal irgendeins, ja, nehmen wir den, dann kann man hier auf den Knopf drücken und dann sieht man auch die Tab-Ausgabe und kann dann gucken, was war jetzt die Ausgabe von dem Parser. Der sagt zum Beispiel hier Expected Terminal irgendwas, was aber nicht stimmt. Der lügt da. Der erwartet es, aber da liegt er falsch. Das ist der Punkt. Ja. So. Und ich kann ja noch mal ein bisschen rauszoomen, da hat man vielleicht ein bisschen mehr im Überblick, damit man nur mal sieht, was ist rot, was ist grün. Ja, ist ziemlich viel rot, nicht wahr? Das hat mich auch schockiert. So, wie zu sehen ist, schneiden P6G ziemlich mies ab. Ja. Zwischenfrage, ja. Hast du nur gültige Eingaben? Ich habe nur gültige Eingaben, ja. Nein, ich betrachte noch keine Fehler. Damit hatte ich erstmal schon genug am Hut. Probleme mit P6G und Ähnlichem. Die können viele Dinge, aber nicht sehr gut. Was heißt das? Ich habe stellvertretend Merkmale herausgegriffen, die man in anderen Grammar-Parsern selten oder gar nicht findet. Da gibt es Kleini Plus und Stern, wenn es hochkommt. Also, aber in P6G auch diese Sachen, die werde ich jetzt nicht ausführen, was das macht. Das wäre vielleicht ein eigener Vortrag für sich. Und einige Probleme, über die ich reden werde, liegen im Algorithmus. Manche sind spezifisch zur Implementierung. Anonyme Terminals werden nicht automatisch Teil des Baums. Wenn man diese Grammar ausführt, da sagt er dann, ja, ich habe eine 3 gefunden und eine 4. Na, möchte ich gern wissen, ja, und was war dazwischen? Habe ich mir nicht gemerkt. Linksrekursive Regeln erzeugen eine Endlosschleife. Dieser Bug existiert seit Anbeginn, ist seit 2 Jahren im Request-Tracker gemeldet, aber keine Stellungnahme dazu. Ich wollte auch wissen, was der Parser unter der Haube ist oder was seine Einschränkungen sind. Das steht ja nirgendwo in der Dokumentation. Nach 2 Jahren Funkstille im RT kann es mir niemand sagen. Vermutung. Buszahl 1 hat das Conway ganz allein implementiert und sonst kennt sich keiner mit Interne aus. Bloß wie man P6G bedient. Der Parser-Typ ist undokumentiert. Moritz hat es sogar geschafft, ein 200-seitiges Buch über das Thema zu schreiben, ohne zu sagen, was Sache ist.
Es ist nicht vorgesehen, den Rückgabewert zu beeinflussen. Man kann ihn nur massieren, nachdem der Baum komplett gebaut wurde. Es gibt zwar eine magische Methode Match, die ist aber absichtlich undokumentiert. Actions, egal ob intrinsisch oder einer eigenen Klasse, helfen nicht. Alles muss mittels der magischen Variable $/ erfolgen. Die Return-Anweisung wird ignoriert. Das ist vielleicht ein dämliches Design. Andere Programmiersprachen renken sich die Beine aus, um Zuweisungen an globale Variablen zu unterbinden. Aber PER6 pfeift drauf und möchte es wieder salonfähig machen. Die PER6-Implementierer haben ein Motto: Wir opfern uns auf, damit der Endanwender bequem hat. Im Allgemeinen stimmt das. Leider haben sie sich in der Ecke der Implementierung nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Mehrdeutige Parses werden über den Kopf des Programmierers hinweg gezwungenermaßen aufgelöst. Und wenn das nicht der gewünschte Rückgabewert war oder nicht mit der Semantik übereinstimmt, tja, Pech gehabt. In der Doku gibt es ein unvollständiges Konvolut von Regeln, die wiederum auf das Dokument S05 verweisen, welches über sich selbst sagt, dass es womöglich nicht mehr aktuell sein könnte. Jedenfalls in S05 ist beschrieben, wie ein gewisses Ergebnis erzwungen wird. Und wenn einem Programmierer das nicht gefällt, so hat er keinen Einfluss darauf. Es ist auch nicht dokumentiert, wie das gehen würde. Ja, was meine ich jetzt genau damit? Da führe ich mal eine Anekdote an. Vor 6 Jahren ungefähr hatte ich das Problem. Ich brauchte einen spezifischen JSON-Parser, der etwas anderes macht, als es vorgeschrieben war. Wie ihr vielleicht wisst, ist es in der Spec von JSON erlaubt, dass man Objects mit Keys hat, der sich wiederholen darf. Okay? Aber es gibt eine Variante von JSON, die heißt JSON Patch, da ist das verboten. Also brauchte einen Parser, der eben dann auch diese Regel umsetzt. Also habe ich einfach einen genommen, davon geerbt und dann die spezielle Stelle, wo diese Abfrage gemacht wurde, dann extra eingebaut und ich hatte mir vorgestellt, dasselbe könnte ich auch mit dem Parser machen, so wie er hier vorliegt. Es ist ja auch eine Klasse, die heißt Grammar und wenn man da in der Doku nachschaut, da gibt es dann auch 3 Methoden, die dokumentiert sind, aber die heißen im Prinzip alle Parse, Subparse, Parse-File. Das heißt, man kommt nicht an die speziellen kleinen Eigenschaften ran, man hat eben nur die Möglichkeit, das komplett auszutauschen. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache, ne? Also es macht den Parser, was ich hier gesagt habe, es macht den Parser generell unbrauchbar für das Parsen von natürlichen Sprachen. Zum Beispiel ist es nicht möglich, den folgenden Satz mit P6G zu parsen. Ich sah den Mann mit dem Fernglas. Beispiel. Hopp. Wer kennt sich mit deutscher Grammatik aus? Ja? Wer hat das Fernglas? Wie bitte? Kann man nicht festlegen? Sag nochmal bitte. Komma-Rippen? Komma-Rippen. Da gibt es kein Komma. Ja, da ist kein Komma im Satz. Na, jedenfalls, dieser Satz hat eine Mehrdeutigkeit. Entweder der Mann hat das Fernglas oder ich habe das Fernglas. Das ist beides möglich. Und dieses Problem lässt sich eben nicht, oder dieser Satz lässt sich nicht so parsen mit P6G. Ist nicht möglich. Dann gibt es noch das Problem, dass man nicht zuversichtlich intuieren kann, wie viel P6G konsumiert oder überhaupt. 3 Probleme, die trivial aussehen, aber es in sich haben. Schauen wir mal diese Grammar-Definition an. Die bestehen alle jeweils nur aus einer Regel. Also, wie kann man herausfinden, was eine gültige Eingabe ist? Also hier haben wir eine Alternative. Also zu Anfang haben wir ein A, gefolgt von einem A, oder wir haben 2 As, gefolgt von einem A. Das sind also die möglichen Eingaben. 2 As oder 3 As insgesamt. Alles so klar verständlich? Okay. Das nächste ist dasselbe mit vertauschter Reihenfolge. Ist effektiv dasselbe, ne? 2 As, gefolgt von einem A, oder 1 A, gefolgt von einem A. Sind effektiv dieselben Eingaben. Und dann haben wir noch diese Grammar-Definition. Schauen wir uns mal zuerst den rechten Teil der Alternative an. Also, möglich sind 2a, hier, das ist die erste mögliche Eingabe. Und dann sehen wir, hier referenziert sich die Regel selber, das heißt, wir können dieses hier einsetzen. Dann haben wir also 2 As links und rechts flankiert von jeweils 1, macht insgesamt 4. Das ist die nächste mögliche Eingabe. Dann können wir die 4 nehmen, hier wieder einsetzen, dann haben wir wieder 1 links und rechts hinzu, insgesamt 6.
die da einsetzt, dann haben wir 8, wiederum 10. Also kurz gesagt, möglich sind die geraden Anzahl von A's als gültige Eingabe. Alles klar? Gut, wenn wir es mal übersetzen, straightforward übersetzen nach P6G, dann kriegen wir als Ergebnis bei der Eingabe, das ist in Ordnung, aber das ist nicht in Ordnung. Gibt es kein Parse-Ergebnis, bedeutet das hier an der Stelle. Und wenn wir die zwei Sachen umtauschen, dann ist der kürzere nicht in Ordnung, aber der längere wiederum. Ja, fuck. Und dann dieses Problem, muss ich vielleicht ein bisschen kleiner machen, damit man den rechten Rand sieht. So, also 2 gehen in Ordnung, 4 gehen in Ordnung, 6 nicht, 8 gehen in Ordnung, 10 nicht, 12 nicht, 14 nicht, 16 wiederum. Merkt ihr was? 2, 4, 8, 16, das sind die Zweierpotenzen. Ja, ist zwar interessant, aber falsch. Ja. Also es geht ja noch, wenn man im stillen Kämmerlein sitzt und allein an einer Per-6-Grammar werkelt und sich schrittweise selbst entwickelt und wie im Lehrbuch Kapitel 7.5 beschrieben, auch immer Tests bei jeder Änderung mitlaufen lässt, damit man sofort mitkriegt, wenn etwas kaputt geht. So behält man dann den Überblick. Die Realität sieht aber anders aus. Man kriegt Code von jemand anderem vorgeknallt und die Anzahl der Elemente in einer realistischen P6G ist um Größenordnung zahlreicher. Man möchte sie verändern oder erweitern und dann fliegt einem alles um die Ohren, weil man nicht mehr durch bloßes Hinschauen erkennen oder nachvollziehen kann, was der Parser da veranstaltet. Und wer jetzt meint, es sei kein wahrscheinliches Szenario, den erinnere ich daran, dass es ein explizites Merkmal im Sprachdesign ist. Das Schlüsselwort Grammar verhält sich wie das Schlüsselwort Class, das heißt, es ist vorgesehen, dass von P6G mittels Vererbung und so weiter abgeleitet wird. Und tatsächlich handelt auch eine von den S05-Regeln, die ich vorher erwähnt hatte, davon, wie mit vererbten Methoden zu verfahren sei. Man kann keine Blobs parsen. Noch nicht implementiert, heißt es lapidar. Ja. Man kann keine Sequences parsen. Die Eingabe muss zuerst vollständig in den Speicher geladen werden und das ruiniert die Laziness von deinem Programm. Und wenn es darauf ankommt, ziehen die Entwickler den Schwanz ein. Sie haben keine Zuversicht in die Software und setzen sie selber nicht ein. Jedes interessante Parsing-Problem in der Interessensphäre von Per-6 verwendet Ad-Hoc-Parser statt P6G. Die Ausnahme bildet das Modul URI. Ja, diese Situation ist super frustrierend, insbesondere ob der Funkstille im Request-Tracker. Es ist nicht hinzunehmen, dass interessierten Programmierern durch fehlerhafte Software so viel Zeit gestohlen wird. Oder stellt euch mal vor, ein Neuling sieht Andrews Parsing-Video auf YouTube und denkt sich, hey, coole Programmiersprache mit einfach zu bedienendem Parser. Die probiere ich mal aus und dann vergehen nicht mal ein paar Tage und schon ist es kaputt. Ja, das ist vielleicht ein schäbiger erster Eindruck, den man nie wieder vergisst. Es ist also längst überfällig, dass sich endlich mal einer auf den Hosenboden setzt und einen vernünftigen Parser schreibt. Und so schwierig kann es ja wohl nicht sein. Ja, dachte ich mir und tat es. Ja, also hier habe ich einen Parser. Geschrieben in reinem Per-6, ungefähr 450 Zeilen, ein paar Kommentare unten dran, so sieht's aus. Und die Eigenschaften von dem Parser sind, die Tabelle der Tests ist grün, also hier hatte ich ja dieses Ergebnis. Hopp. Gehen wir mal zur nächsten Seite. Alles grün. Wie bitte? Wohl ausgewählte Tests. Ja, ich habe ein bisschen geschummelt. Aber nicht viel. Ja. Ja. Also die Tabelle der Tests ist grün. Alle Teile der Grammar-Definition werden automatisch Teil der Rückgabe. Man muss nicht extra herumfummeln, um alles zu kriegen, was in der Grammar drin steht. Verarbeitet problemlos alle Grammar-Definitionen. Links rekursiv, rechts rekursiv, scheißegal. Verarbeitet problemlos Parsing von natürlichen Sprachen. Wenn es mehrere mögliche Ergebnisse gibt, kriegst du alle. Nicht nur irgendeins willkürlich. Jede Intuition darüber, wie eine Eingabe verarbeitet wird, wird eingehalten. Stupides Einsetzen und Auflösen, so wie ich vorhin demonstriert, stimmt exakt mit der internen Verarbeitung überein. Es gibt keine globalen Variablen und erst recht keine Zuweisungen an globale Variablen.
Der Rückgabewert kann durch einen einfachen Callback angepasst werden. Unendlich große Eingaben werden verarbeitet. Binäre Eingaben werden verarbeitet. Also es gibt keine Schikane durch Rückverfolgung. Das muss ich vielleicht auch mal ausführen. In Regex Engines ist das ja so, die arbeiten ja so ein bisschen deklarativ, die versuchen zu einem Ergebnis hinzuarbeiten und wenn sie feststellen, hier komme ich nicht weiter, dann gehen sie nochmal zurück und probieren was anderes aus. Ne? Das ist Rückverfolgung. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie als wenn man vor einem Labyrinth steht, hier ist der Eingang und da hinten gibt es dann das Ziel oder auch mehrere Ziele oder auch mehrere Wege zu mehreren Zielen, ist ja egal. Und dann laufen wir durch das Labyrinth und wenn wir zu einer Sackgasse kommen, ja okay, dann gehen wir zurück zu der letzten Abzweigung und probieren einen anderen Weg. Ne? So, nur ist das so, dass in Persec's Grammars diese Rückverfolgung ausgeschaltet ist. Das heißt, wenn wir uns schon in einer Sackgasse befinden, ja, dann sind wir angeschmiert. Mein Parser funktioniert so, dass jeder Weg im Labyrinth gleichzeitig gegangen wird. Das heißt, es ist nicht so, dass man einen Weg ausprobiert und dann wieder zurückgeht, sondern alle werden gleichzeitig ausprobiert. Und dann hat man nicht diese Probleme mit der Rückverfolgung. An- und ausschalten und ja. Die Software ist noch nicht produktionsreif und ich lade euch hiermit ein, dabei mitzuhelfen. Es gibt noch viel zu tun und der schwierigste Teil ist schon getan. Was mir am dringendsten fehlt, ist eine Portierung des Moduls Graph nach Persec. Damit kann ich gleich zwei Bugs erschlagen. Der Quellcode ist jetzt verfügbar auf meinem GitHub und ich komme zum Ende. Wie viel Zeit habe ich noch? Donnerwetter. Okay. Ja, Fragen und Anmerkungen. Dann mal los, da oben. Ja, okay, was bedeutet Intuition? Damit ist gemeint, dass eigentlich in der was in den Lehrbüchern über Grammars beschrieben wird, das ist ja so ein symbolisches Ersatzsystem oder also die Theorie ist ganz einfach. Man hat ja diese wenn so eine Regel zu sehen ist, hat man Terminals und Non-Terminals. Man kann die Terminals immer einsetzen in die Non-Terminals und dann erzeugt man einen Satz daraus. Also das meine ich damit. Das ist die Intuition, wie eigentlich eine Grammar funktioniert. Das Problem ist, P6G und verwandte Parser, die sind nicht deklarativ nach einer Grammar, sondern deklarativ nach einem gewissen Algorithmus, wo du eben nicht die ausreichend Einflussnahme drüber haben kannst. Das zeigt sich eben an den Sachen, die dabei nicht möglich sind. Ja, noch mehr? In welchem Format sind die Grammars definiert? Ich habe mir ein eigenes ausgedacht. Ich hatte zuerst angefangen mit Standard-Grammars. Das habe ich auch in dem Vortrag vor 2 Jahren mal kurz angesprochen. Was meine ich mit Standard-Grammars? Na, die von einem Standardgremium verabschiedet worden ist. Da gibt es 2 Stück, nämlich die von der ISO und von der IETF. Die von der ISO heißt eBNF und die von der IETF heißt ABNF. Das sind also Extended Backus Nauer Forms, genau so. Nur leider sind die nicht praxistauglich fürs Jahr 2019. Also, du musst dir vorstellen, die ISO Grammar ist ziemlich alt, die verwendet ungefähr die Hälfte des Textes darauf, penibel auszudefinieren, was man denn auf der Schreibmaschine zu tippen hätte. Weil das Schriftsatzsystem ja vielleicht keine geschwungene Klammer kennen könnte. Ja. Und die ABNF ist eher für den speziellen Anwendungsfall von dieser Organisation zugeschnitten. Das Parsing von Netzwerkprotokollen, was binäre Angelegenheiten sind. Aber wenn es so um moderne Angelegenheiten geht, wie ja, Unicode-Text, graphembasiertes Vorwärtsgehen über Strings, das ist da nicht drin. Also habe ich mir was Eigenes angelegt und ich kann ja mal ein Beispiel aus dem Grammar Shootout zeigen. CD Grammars. Ich mache es größer. Cut. Trivial. Sieht so aus. Oder so.
Aber das ist nicht die, das ist nur die Eingabe für den Grammar Shootout. Für den Parser selber ist die Eingabe eine Reihe von Objekten. Das heißt, hier müsste man noch drum sagen, Terminal New, Non-Terminal New, bla und so weiter. Das ist noch ziemlich unhandlich, aber man kann ja immer noch eine Ebene draufsetzen und wenn die Features, die ich haben möchte, implementiert sind, dann kann man auch ganz leicht dieselbe Syntax oben draufsetzen, die auch Perl 6 Grammar selber haben. Ja. Ja, hier? Du hast gesagt, dass du beim Parsen in Zwischenschriften immer alle noch möglichen Wege gehst. Ja. Und noch gefährlich an meinem Wort lang, dass man alle möglichen Ergebnisse, also alle überliebenen Ergebnisse zurückbekommt. Ja. Da bringt der Grund unser Parser nicht gerade, aber das Ding bringt dann auch, als könnte man den Software relativ abschließen, relativ schnell abschließen, mit irgendwelchen Parametern oder Eingaben, die extrem viele Möglichkeiten haben. Ja, also die Frage war, oder ja, die Anmerkung war, dass mehrere alle Wege gegeben werden und alle Ergebnisse werden zurückgegeben, könnte man es ja okay, jedenfalls es geht um die Komplexität, ja? So, also Komplexitätsanalyse. Für den Algorithmus wurde bewiesen, dass er im schlimmsten Fall ON hoch 3 ist. Das ist das Beste, was theoretisch möglich ist. Zum Beispiel ein anderer, häufig in der Industrie verwendeter Parser, hat einen Algorithmus von ON hoch 4 am schlimmsten Fall. Und da schreit kein Hahn nach, ehrlich gesagt. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass das N hoch 3 tatsächlich jedes Mal auftritt, sondern die meisten Grammars, mit denen auch primitive Parser wie Yak und so ähnliche klarkommen, die sind nach wie vor N, also linear. Wie heißt dieser Algorithmus? Dieser Algorithmus heißt Early. Es handelt sich aber dabei nicht um den Algorithmus, so wie er damals in 1969 veröffentlicht wurde, sondern da sind ein paar Erweiterungen und Verbesserungen mit drin, die ich natürlich auch eingebaut habe. Und ja, das ist das Beste, was wir zurzeit eigentlich bieten können, insbesondere weil für diesen schon bewiesen wurde, dass er keine Einschränkungen hat. Wie bitte? Ich bin mir auch nicht sicher, ob der FMGs damit parsen muss. Schon eine Computer-Language oder wird es schon. Ja, es kann schon vorkommen, wenn man so, sagen wir mal, man möchte, man hat eine IDE für C oder so und dann ist der Quellcode mal gerne 100.000 Zeilen lang. Das muss ein Parser auch abkönnen. Aber da hast du wenig Mehrdeutigkeiten drin. Da hat man wenig Mehrdeutigkeiten drin, ja. Aber sagen wir mal, wir haben sowas wie, wir möchten Syntax. Ein vernünftiges Syntax-Highlighting für Perl haben. Und Perl ist ja sehr mehrdeutig. Sogar zur Laufzeit erst entscheidbar, ob was gemeint ist. Da gibt es diesen tollen Ausdruck von Randall Schwartz. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der genau aussieht, aber da geht es darum, was ist der Schrägstrich? Ist das jetzt eine Division oder ist das ein regulärer Ausdruck? Was man auf der Grundlage von so einem Parser machen könnte, ist, der könnte jetzt sagen, okay, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten gefunden, wie das aufzulösen ist, und dann gibt er das an eine obere Ebene zurück und der fragt dann den Benutzer, hey, hier ist eine Mehrdeutigkeit, wie hast du es gemeint? Und dann klickt der Benutzer in der Benutzeroberfläche, ja, das soll eine Division sein. Und dann sagt der Syntax-Highlighter, okay, jetzt analysiere ich weiter mit der Stelle als Division und dann stimmt auch der Rest von dem Syntax-Highlighting immer. Das ist ein sehr schlimmes Problem, was in den meisten naiven Syntax-Highlightern immer auftritt, weil die nehmen irgendwas an und dann stimmt es irgendwie nicht und dann ist der Rest vom Syntax-Highlighting kaputt. Ne? Und das wäre die Lösung dafür. Das heißt, Mehrdeutigkeit nicht ignorieren, sondern nutzen und nachfragen. Ja. Nochmal? Das bisschen gesteckt, das viele Rot bei Marpa. Ja, das viele Rot bei Marpa. Das kommt so. Eigentlich sollte das alles auch grün sein. Wie bitte? Es ist nahezu gleich. Ich habe dieselbe Literatur verwendet. Eigentlich hatte ich ja vor zwei Jahren gesagt, möchte nicht jemand eine Perl 6 API schreiben für die C-Library? Hat keiner gemacht. Also. Und es ist auch unmöglich, aus dem Autor Code herauszukitzeln. Ja?
Also blieb mir nichts anderes übrig. Und das hat sich auch gelohnt, weil jetzt kann ich damit Sachen machen, die Mapa nicht machen kann, nämlich zum Beispiel unendliche Eingaben. Und es ist sehr viel einfacher zu verstehen, weil es sind nur 450 Zeilen dann rein Perl 6 und nicht 90.000 Zeilen Zielcode. Ja, okay, schauen wir uns mal das Problem in Mapa genau an. Hier haben wir eins. Ich mache das ein bisschen größer. Also, alle Fehler sind von demselben Problem und ist eigentlich auch kein echtes Problem. Also eigentlich müsste ich das vielleicht gelb markieren statt rot. Wo ist jetzt der Unterschied? Der ist hier zu sehen. Erwartet wird, dass diese Regel A kein Ergebnis hat. Und das Ergebnis vom Parsebaum von Mapa wird immer automatisch beschnitten. Da werden die Nulls rausgeschnitten. So, das heißt, der macht ein bisschen zusätzliche Arbeit. Ich hab gebeten, hey, kannst du mir eine Option einbauen, um das zu unterbinden? Also lass die Nulls so, wie sie sind. Ja, will er nicht, nur muss er leiden. Aber wer weiß, wie das geht, ich akzeptiere Patches. Ja. Noch mehr Kommentare, Fragen, Anmerkungen? Wer redet? Ja, da. Ja, es ist kein Fehler, aber ich mache ja nur den stupiden Vergleich mit dem erwarteten Ergebnis. Und ja, das Ergebnis, ja, nicht nur was ich erwarte, es gibt ja hier offensichtlich eine Übereinstimmung von allen Parsern, ne? Das ist grün die Bank durch, nur Mapa tanzt aus der Reihe, weil die Nulls weg sind. Ich meine, in der Praxis ist es kein Problem, es ist nur ein Problem für diesen sehr peniblen Vergleich hier, der den Baum ganz genau anschaut, Rückgabebaum. Ja. Hier? Ja. Da gehst du auch nicht nach der Mehrheitsmeinung. Nein. Also kann man sagen, Mapa ist nicht schlecht, aber er hat nicht alles. Ja, Mapa kann schon alles machen. Das sieht nur seltsam in diesem Vergleich aus, weil ich den Baum exakt anschaue. Das, ja. Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.